Oh Raketentornado, ich liebe mein das. Gott! Moin Leute, Trimax hier. Die neue Challenge ist da. Diesmal wieder mit drei verschiedenen Leveln. Am Anfang braucht man nur Kronen sammeln, das kriegen wir noch hin in der einfachen Elixierphase. Danach geht es um Siege und zwar 6 Stück in der doppelten Elixierphase. Und dann geht es in die Endrunde, da kann man nach 9 Siegen bereits schon eine Legendary Chest sich genehmigen. Und hier ist es eine Ramp-Up-Challenge. Das heißt, erst einfaches, dann zweifaches, dann dreifaches Elixier. Wir werden jetzt, es ist direkt nach den Balance-Changes, man weiß noch nicht, welche Decks gut sind. Niemand hat irgendwas vorgestellt. Alle Pros probieren sich hier gerade, um neue starke Decks herauszufinden. Mega-Ritter, Skeleton Barrel, müsst ihr wissen, wurde schwach. Dark Prince und Banditen wurden deutlich stärker. Der Magieschütze, der Magic Archer, kommt in 18 Tagen raus. Bisher war es bei jeder einzelnen Karte so, dass man 2 Wochen vorher, also 14 Tage vorher, diese Karte kostenlos in einer recht schweren Challenge erspielen kann. Das werden wir auf jeden Fall machen am Freitag. Danach gibt es ein fettes Chest-Opening. Das wird richtig nice. Lass auf jeden Fall ein Abo da, um da nichts zu verpassen, wenn es soweit ist. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt ins Game. Zum Glück hier erstmal sowas wie ein Training. Ja. So, erste Phase ist geschafft. In die zweite Runde gehen wir dann mit dem Deck von Flobby. Da hat er mir versprochen, dass das Deck geil ist, was in der einfachen Elixierphase nicht so geil geklappt hat. Hier springen wir ins Game. Jetzt darf man hier auch nicht verlieren. Aber Hingorts zu Scheiße trifft es eh nicht gut. Genau so. Alter, meine Güte. Ich habe wirklich mit dem Deck, jedes zweite Game ist gegen Lavahund Ballon. Wen haben wir da? Das war ja richtig schlecht gespielt, Max. Alter, Flobby, nice. Ich brauche jetzt hier mal Hilfe. Ja, ich muss gleich los, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, du hattest die Nachrichten nicht gelesen. In der ersten, also in der einfachen Elixier, musst du das Doppel-Golem-Doppel-Prince-Deck nicht spielen. Kann man auch machen, muss man aber nicht. In der zweiten würde ich es spielen, in der dritten habe ich doch dieses Deck mit Pekka, Golem, Inferno-Dragon, Mega-Ritter, Poison, Rakete, Tornado. Starter der ganzen Welt. Dieses Über-Random-Deck, was wir damals ja herausgefunden hatten. Ja, ich weiß, das kenne ich noch. Das sagst du, ist geil. Das werde ich dann kopieren. Reingeschickt. Spiel das bei Triple. Mhm. Und bei Doppel Golem. Also, du hast nur gerade gegen Lavahund irgendwie nicht so ganz. Nee, also wie gesagt, was Chef gesagt hat, du musst die Prinzen hinter den Golem spielen und einen großen Push aufbauen und nicht diese Split-Pushes machen. Die bringen nicht so viel. Oh, ich dachte, das ist gerade geil. Okay, hört wer nicht auf mich. Ja, es hat geklappt, aber du gewinnst normalerweise viel, 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 viel einfacher gegen das Deck. Ja, okay. Also er hat es auch gefailt, einfach der Gegner. Er hat es nicht wirklich richtig gut gespielt. Er hat immer so spät erst die Minen und so weiter gespielt. Er hätte das eigentlich. Weil wenn du halt Doppelprint spielst, kann er irgendwas gerne in die Luft setzen und du hast halt nichts. Selbst wenn du den Turm kriegst, er müsste dann immer einen Elixiervorteil haben. Das ist das Problem. Irgendwie oder fehlt mir hier ein Poison Spell oder eine Nachthexe. Irgendwie ist das ein bisschen anders, das Deck. Ja gut, dafür immer Doppelprints, ne? Ja, genau, das ist klar, es ist anders. Aber. Dadurch, dass halt der Dark Prince. Und der Grund, warum ich es jetzt noch vorgestellt habe, ist, dass halt der Dark Prince nochmal gebufft wurde und ich glaube, dass halt generell die Prinzen jetzt öfter gespielt werden. Rechts verteidigen? Ja. Ah, Bro, du hast eine Pumpe, du darfst ihn nicht fallen lassen. Ach, scheiße, ja. Ja, das reicht. Und jetzt musst du links unterstützen. Ich hab nur noch einen Golem. Wie hässlich. Dann musst du mal durchsagen. Du kannst rechts ein Tornado werden. Ja. Ja, genau. Okay. Oh, so geil. Ja, war gut. Schlecht gewesen, ja. Jetzt Megaminion noch und dann hast du eigentlich gewonnen. Ja. Jetzt auf den Push setzen müssen sollen. Können. Sie. Ja, die Prinzen werden eh den Turm holen. Mach mal alles ran hier auf den Meter. Genau so. Das ist der Turm? Ist es das? Ja, das ist es, glaube ich. GG. Ja gut, gegen Giant Deck ist halt, das kontert man halt ja wirklich. Das Matchup hatte ich ja noch gar nicht. Also so ein Giant wird ja zerfleischt von einem Prinzen. Und dann Golem ist der bessere Tank. Okay, bei den Matches im Single-Elixier, da hast du einfach, viel zu oft noch verteilt. Da musst du viel mehr durchlaufen lassen. Das hätte ich auch auf 6-4 gespielt, aber dann, ich fand halt einfach das alte Golem-Deck noch ein Tick besser. Ja. Und deswegen, ja. Man wird diese Season dieses Deck auf jeden Fall wieder sehen, ja. Sehr nice. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir in Runde 3. Ich muss euch sagen, Runde 2 war deutlich einfacher als Runde 1. Guck mal, wir schauen mal in die History. Das wäre interessant. Wie viele Trophäen? Oh, 3,9. 3,8. 4,5. In der Übungsphase hatten alle Gegner über 5200 Trophäen bis hoch 5700. In Runde 2
wo es dann nicht mehr trophäenabhängig ist, sondern wo man zufällig mit Leuten zusammengeworfen wird, hatten wir jetzt hier so 3-5 bis 4-9. Also deutlich schwächer von den Trophäen. Jetzt gehen wir in die Endrunde. Auch hier ist die Teilnahme gratis. 9 Siege brauchen wir. Wir brauchen jetzt ein richtig geiles Deck. Ich baue es hier gerade zusammen und merke, was ist das für ein Deck? 5,3 Elixier Durchschnittskosten. Gar kein Problem. Die erste Phase irgendwie überleben. Wir gehen ins Game. 9 Siege müssen es werden. Battle. Bin gespannt. Okay. Nachthexe. Du kannst natürlich einfach nichts setzen. Kannst aber warten. Ich setze erstmal nichts. Tornado, Nachthexe, Inferno Dring. Ja, kannst du Nachthexe setzen. Nachthexe nach hinten. Poison drauf? Ja, oder wenn du einen Golem hast, würde ich einen Golem setzen. Davor? Hm. Machen wir. Wir haben noch gerade darüber gesprochen, erstmal zu chillen. Jetzt gehen wir direkt all hin. Aber er hat dir so schön in die Karten irgendwie gespielt, dass. Jetzt kannst du Poison spielen. Ja. Trifft der Magier leider alle Fledermäuse? Ah, er zappt eh. Ja, ist aber gut. Viel mehr Damage als er verursacht. Und immer noch 4 Elixier. Und jetzt kommt schon gleich doppelt. Jetzt sind wir gleich schon der Doppelten, ja. Und dieses Deck ist halt echt so stumpf. Man spielt dann einfach Pekka nach hinten oder Inferno Dragon? Pekka nach hinten. Oh, in den Pekka. Giant! Alter! Ich fass es nicht. Der Gegner hat gar keinen Bock mehr. Du, der sieht ja erstmal einen Golem, denkt sich, ja fuck, scheiß Start. Und dann kommt ein Pekka. Wie gut. Und jetzt ein Inferno Dragon. Inferno Dragon. Nachthexe nach außen. Golem davor. Boah, Alter. Ekelhaft. Inferno Dragon. Das war's. So ein Tornado, dann zieh mal ran. Nö. Oh, der hat nichts getroffen, oder? Boysen hat nämlich nichts getroffen, oder? Ich glaube, der hat keinen Ofen getroffen. Oh, fuck. Das war nicht so nice. Ich hab aber einen Plan. Sieht zwar erstmal schlecht. Aber der soll einen Giant angreifen. Also ja, jetzt hast du gleich Triple. Er kann halt nichts machen, wir haben jetzt Packer. Jetzt einfach bitte den Golem hinten rechts. Und dann hast du gewonnen. Der Packer hat ja immer noch ganz viel Leben, ja nice. Und ganz wichtig wird, dass du den Magier einfach dann ranziehst. Ein Giant Skeleton dahinter. Ein Packer dann gleich auf den Riesen. Genau, ein Tornado, perfekt. Nachthexe dahinter. Inferno Dragon. Oh, das macht das Poison kannst du. Defensive Poison ist eingesetzt. Golem wieder davor. Hast du noch einen Golem? Ja, den habe ich. Was baut sich hier für ein Push auf? Giant Skeleton und Tornado. Ich mach einfach so. Ja, oder so. Ja. Wofür haben wir das Ding denn dabei? So, jetzt kommt der noch dran und dann ist er auch schon wieder zu Ende. Alter, das ist echt so geil. Ja, nicht zu früh freuen. Guck mal, was du da in deiner Hälfte hast, bitte. Stimmt, wenn er den Turm kriegt, wird das für ihn nicht gut enden. Das ist immer so stumpf. Schönes Deck, gefällt mir. Aber ich fand's auch gut, wie wir mit dem Deck ihn erstmal in der einfachen Elixierphase schon nass gemacht haben. Direkt ins nächste. Ja, es kann auch anders laufen am Anfang. Da hab ich auch ein bisschen Angst vor. Das ist so ein volles. Ist schon ein Risiko. Guck mal, was haben wir hier? Rakete, Poison, Giant Skeleton, Golem. Was. Das ist schon echt schlecht. Dein Skeleton hin. Ah, komm. Geht klar, man muss ja auch mal ein bisschen anders. Rakete spielen. Oder Poison? Ja, Rakete. Er würde jetzt wahrscheinlich drei Muskis spielen, so wie es aussieht. Jetzt denkt er sich wahrscheinlich so, ja, jetzt drei hat er nichts. Wäre aber auch absurd krass irgendwie. Kann ich den anmachen, ohne den Turm zu verlieren? Ohne den Turm zu verlieren, war die Frage. Ja, geht. Ja, aber halt. Ja, bei dem Deck geht das. Das ist okay. Spielt ja echt drei Musketiere? Ja, das spielt das neue drei Musketier-Deck, was Hatchy Goblin noch mehrmals gepraktiziert hat. Mit Fledermäusen, drei Musketieren noch. Und Sepp. Golem hinten. Golem links. Hin. Ja. Ja, aber du, das ist so ein Free-Win für dich. Also, echt? Das ist unglaublich, ja. Aber das so heftig. Und Poison. Das ist, aber kein Poison. Kein Poison setzen, hätte ich jetzt gemacht. Nachtexte dahinter. Ja. Jetzt? Dann Giant Skeleton dahinter. Oder direkt vorne offensiv einfach.
Dann noch ein Inferno Dragon in dieselbe Lane. Du ignorierst die andere Seite. Echt? Du ignorierst einfach die andere Seite, bitte. Ich hätte gerade so verteidigt, ne? Der Poison Spell, der defensive Poison Spell war schon unterwegs. Okay. Jetzt ein Tornado. Der Packer braucht da ganz schön lange. Da ist noch eine Fledermaus die ganze Zeit dazwischen gewesen. Ist natürlich auch geil. Ja, jetzt können wir aber gleich trippeln. Du musst einfach nochmal in diese Lane gehen und dann. Golem davor? Naja, der Nachthexe läuft vor. Der Nachthexe läuft vor. Der Nachthexe. Ich hab Angst. Packer? Ich hab Angst, dass sich die drei Musketiere hier durchsneaken. Alles gut, Packer einfach. Packer-Defensive oder Rakete. Oh, du! Dann hab ich noch Chief-Pad. Das! Packer in der Offensive, irgendwas in die Offensive einfach. Alles in die Offensive, okay. Wird gemacht. Dann hast du gewonnen. Jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht offensiv pusht, aber das kann er nicht verteidigen. Tornado wegziehen, genau. Geht down, ich hab keine Rakete. Ja, easy, geil! Ja, das war echt ein Konterdeck. Also ich hab schon schlecht gespielt, aber das ist egal. Das Deck bügelt das wieder aus, wunderbar. Also das ist halt saustumpf. Wir haben Tornado, Giant Skeleton, Poison und Rakete Packer gegen die drei Musketiere. Boah, wenn ich wäre ich jetzt richtig schlecht gelaunt. Endlich mal bin ich derjenige, der hier auch mal ein Konterdeck spielt. Gut, ich wünsche noch viel Glück, ne? Muss los. Das schaffe ich. Dann dir viel Spaß beim Training. Danke. Kein Problem. Do. Hau rein. User disconnected from your channel. So, jetzt müssen wir das ohne Flobby hinkriegen. Aber das Deck hat so eine langsame Rotation. Das kriege ich schon irgendwie hin. Sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, Giant Nachthexe. Giant Hexe und Magier, nice. Aber ich glaube, auf jeden Fall, dass die Hexe und der Magier so ein bisschen die Bombe des Giant Skeletons so ein bisschen näher kennenlernen wollen. Mal schauen. Haben die Bock, ne? Oh, das war jetzt. Eieiei. Also ich sag mal, so eine Hexe und Magier kosten ja schon irgendwo 10 Elixier zusammen, ne? Oh, nee. Ja, so grob überflogen, wenn die dann die Bombe laufen. Nicht das Beste. Hier muss ich zuerst warten und jetzt ziehe ich ran, weil so ein Golem war eben im Weg. Korrekt. War gut, oder? Ja. Nice. Boah, ich glaube, du hättest ja auch einfach einen Packer ins Gesicht klatschen können und nicht einen Tornado. Hätte ich auch machen können, sicherlich, klar. Irgendwo kann man immer alles machen. Kriegst ja sehr begeistert davon. Ja. Alter, die Fledermaus, guck dir die Fledermaus an. Hat er noch den Dude weggekillt? Packer predict auf Schweinereiter. Was? Scheiße, das war richtig schlecht. Kannst du mir erklären, wie schlecht das war? Nee, leider nicht. Leider nicht in meinem Bereich, das zu erklären. Ich hab so ein ganz. Nein, du sollst es trotzdem gewinnen, das ist ja, also was der Gegner macht. Ja, ja. Ist auch keine. Ich hab so ein ganz geiles Gefühl, dass ich das mit dem Move wieder ausgleichen werde. Alter. Oh, damit hast du gar nicht gerechnet. Nice. Und der Gegner glaube ich auch nicht. Ich liebe das zu failen und die Gegner mit krassem Scheiß zu überraschen. Eieiei. Die Challenge ist geil, weil das ist einfach mit dem Deck Tornado-Rakete, das ist einfach das Beste. Ja, er wollte den Packer rüberkiten, hat es nicht geschafft. Oh mein Gott! Wie so eine Achterbahn, weil die Kurve gerade so. Wo du gerade so runtergehst in die Rakete. Scheiße! Das ist ja ultra nice. Das werde ich es nochmal wissen. Aber. Oh, das schafft er vielleicht sogar. Aber ich muss ihn enttäuschen. Die Zeit ist nicht auf seiner Seite. Oh nein. Am Ende hat er mich nochmal cool geknackt, aber da war es schon zu spät. Die Raketen haben zu viel Value gebracht. Fantastisch. 3000 Gold, 3-0. Wäre schon was Feines jetzt hier. Was macht ihr für eine Challenge? Wir machen gerade gar keine Challenge. Wir wollen hier einfach nur gewinnen. Und sind auf der Suche nach guten Decks. Also, jetzt in der dreifachen Elixierphase ist natürlich kein Meta-Deck.
Aber generell sind wir danach auf der Suche. War jetzt ein bisschen risky, hier den Golem noch reinzusetzen. Weißen? Sehr gut. Lol, meine Nachthexe killt noch seine Nachthexe. Ich zieh mal die Mini-Golems ran. Fuck, da lebt noch ein Mega-Minion. Das ist dein Turm. Außer du schaffst jetzt irgendwie auf wundersame Art und Weise das zu deffen. Die Mini-Golems sterben auch nicht. Das ist deren größtes Problem. Lass ich fallen. Scheiße war das. Okay. Da. Scheiße. Das war es ja gar nicht, ne? Nee. Oh, aber das... Das war's denn. Was ist das jetzt? Okay, der Gegner failed. Ich hab nichts in der Luft. Rakete, Rakete. Okay, Rakete, machen wir es so. Das ist zu spät gewesen. Ja. Hättest du die früher gespielt, dann hättest du seinen ganzen kleinen Kram... Der ist ganz schön Damage noch vom Golem ab. Oh, das war, der ist dumm, der wastet alles, was er hat. Der geht hier in All-In-Move, das muss er gar nicht machen, oder? Oder gewinnt er jetzt? Punishen, offenbar. Ja, noch nicht. Der gewinnt schon, der Gewinner, gewonnen hat er auch nicht, auf keinen Fall. Er hat doch keinen Pulse oder so, er hat nur ein Lightning. Das heißt, mit dem Push sollst du ihn eigentlich bekommen. Musst du halt auf die Luft aufpassen. Dann musst du Poison und Rakete oder Rakete auf die Minions draufwerfen, auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt einen Poison draufgeworfen. Oh mein Gott. Minions, wenn die down gehen, dann hast du kein Problem mehr, hast du freie Fahrt. Nein, ich wollte alle treffen. Na gut. Was war's für ein Gegner? Ein Golem davor. Alter, ist das ein Push. Boah, sein Golem. Alter, er setzt auch gefühlt nur noch Golems ein, um irgendwie, weiß ich nicht, da stacken sich halt bei mir immer mehr Truppen auf, ne? Die Zeit zu verschaffen, ja. Ja. Ich glaube überhaupt nichts. Er verschafft hier nur noch ein größeres Vorteil. Alter. Alter, wie sehr hat er denn da keinen Bock drauf eigentlich? Aber irgendwie? Nichts irgendwie, du bist jetzt durch. Echt? Jetzt Triple die, Packer? Boah, ja. Drei Packers, Alter. Oder? Ja, ja, doch. Ja. Ja, jetzt schon. Schön. Ja, er hatte mich eigentlich im Griff, aber dann geht er all in und mit Lightning und keine Ahnung. Mein Turm hat ja noch 1000 HP, war ja noch nicht mal knapp. Gut, gewonnen, 4-0, nächstes Game. So, Leute, wir spielen jetzt Chef Strobels Deck. Giant Skeleton, Tornado, Friedhof, Koboldhütte. Koboldhütte spielen, jo. Was hast du als nächste Karte? Tornado, Royal Ghost. Royal Ghost hat sein Spiel rechts vorne an die Brücke. Links vorne an die Brücke. Ja, jetzt. Poison, um den Gegner in Zugzwang zu bringen. Ja, Poison hätte ich nicht unbedingt gespielt, aber kann man machen. Turm anmachen. Ich würde gerade sagen, das reicht nicht von der HP. War gut gedacht. War gut gedacht, aber. Das wär der hätte ein bisschen mehr gewesen. HP gebraucht. Ja. Den kannst du mega Dakai spielen. Er spielt Golem, nur so. Eigentlich ist Golem ein Golem Win für dich. Ist das Deck gut gegen. Ja. Golem hast du ein mega starkes Matchup. Du spielst einfach hinten jetzt das Giant Skeleton. Erstmal eine Hütte. Ganz hinten. Oder machst eine Hütte, wie du willst. Und jetzt spielst du rechts hinten das Giant Skeleton, dass es langsam vorläuft. Jetzt hast du wieder einen Eismagier. Nee, noch überhaupt nicht. Dann Royal Ghost. Cyclen hier erstmal. Poison auf alles. Ja, das ist ja gut. Jetzt kannst du rechts wieder jetzt kannst du in die Mitte. Ich hätte in die Mitte gespielt, dass er den Golem slowt. Aber passt auch. Macht da schon mal links Damage. Da stirbt alles. Jetzt kannst du links reingehen, theoretisch. Ja, ich wäre reingegangen, ich hätte noch keine Hütte gespielt. Der Vollling geht down vom. Ja, deswegen hast du zu früh gespielt. Hinten wieder Giant Skeleton. Erstmal ein Eismagier, weil das Mega-Minion vorfliegt. Ja, okay, den Damage hätte es auch kassieren können. Ja gut, kann auch passt, Tornado kann setzen. Ja, passt. Nee, Giant Skeleton. Wanna Royal Ghost. Ja. Jetzt will ich hier mal den Turm anmachen, jetzt reicht's mir. Sowas von mittig. Kannst gleich links mit Friedhof von Royal Ghost reingehen. Das Gerät wehren wir erstmal ab. Jetzt würde ich mit Royal Ghost und Friedhof reingehen.
Vielleicht wieder Giant Skeleton schon mal setzen. Oh. Links noch ein Poison und bist durch. Was ist denn, was fehlt denn hier? Wie, vom No-Damage-Deck vom Big Spin. Keine Ahnung. Also. Wenn das Giant Skeleton drin ist. Er hat, anstatt den Royal Ghost hat er noch ein Holz drin. Und. Royal Ghost. Ja, ein Ice Golem. Er hat ja auch, er spielt auch manchmal das Royal Ghost Deck. Ice Golem und Giant Skeleton ist getauscht, mehr nicht. Ah, passt, du hast sogar Flawless gewonnen. Ich meine direkt einen Spell. Mir war auch voll oft passiert, irgendwie hab ich gegen die Leute Flawless gewonnen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum der Elite-Barbaren spielt. Also sein Deck ist in echt, in der Challenge ist ja grausam scheiße. Da verkackst du gegen jedes Packer-Deck und gegen jedes Golem-Deck und ohne Zauber. Gut. Okay. Ist das Lockbait hier oder was? Das heiße ich ja gar nicht gut. Ah, Lockbait. Hat halt einen deutlich günstigeren Cycle. Was hat er für einen Zauber dabei? Wie kann er meine Hütten kaputt machen? Gar keinen Bock gerade auf Lockbait, also wirklich nicht. Also wenn du mal Hilfe brauchst, schubst du einfach an, ich muss kurz 10 Minuten was machen, dann bin ich wieder da. Das ja, okay. Oh, da gibt er mir übel Value, das ist nice. Gehen wir das Kobold fast down, ohne Tornado zu spielen. Ja, schön. Das sieht gut aus. Nächster Tornado ist da. Eismagier hilft sogar mit. Fantastisch. Sehr gut. Oh, was für ein krankes Duell, Alter. Leute, was geht hier ab? Der hat da gar keinen Bock drauf, was hier gerade passiert. Keine Rakete dabei? Kann ich jetzt hier echt übel meine Hütten stacken? Oh lol, Goblin Gang. Nochmal rein in das Ganze. Oh doch, da kommt die Rakete. Okay, die Hütte dürfen wir da nicht mehr hinpacken. Ganz krankes Game hier, Leute. Game will ich einfach so gewinnen. Ich hab überhaupt keinen Bock auf mein Gecycle hier. Gar nicht, Alter. Leute. Ist das fies. Ich werde die jetzt mit Poison Spells abschlachten. Da kenne ich nichts. Guckt euch die Kacke hier an. Der wirft hier nur noch Raketen. Jetzt geht's los, aber das ist mir zu blöd.
Ich komme dann auch nur noch mit Zaubern an. Das ist Game. Durch. Gegen Lockbait. Er soll nach Hause fahren. Nur mit Koboldfässern. Habe ich ihn mit seinen eigenen Mitteln geschlagen. Poison Spells bis zum Tod. Das ist die Magietruhe. Brauchen wir was? Nee, nur Seppis. Kriegen wir Seppis? Leute, der Magic Archer kommt doch bald. Der ist doch bald da. Dann brauche ich die Legendaries. Und jetzt hier nicht aus einer Magical Chest. Das ist so... Das Gold... Ich kann das Gold noch nicht mal gebrauchen. Das tut so weh für alle Free-to-Play-Spieler da draußen. Für mich auch. Ich habe auch meinen Free-to-Play-Account. Ich garantiere euch, dass ich aus der Magical Chest vom Free-to-Play-Account keine Legendary Card ziehen werde. Jetzt laufen wir mit Gold über und können nirgendwo damit hin. Damn. Den Tank kann er sich jetzt aber so schnell nicht holen. Da kommt der letzte Hit nicht raus. Oh, das ist es. Oh, das war so schön. Das war super. Das war ganz großes Kino. Wunderbar. ...215 HP. Gegen Lava und Ballon. Toll. Wieder die 8 Siege. Also, ich schaffe konstant 8 Siege. Das ist doch gut. Egal, welche Challenge, welche Special Challenge da kommt, ich schaffe immer 8. Ich habe die Endrunde nicht geschafft.